In dieser Wohnung im ersten Stock wird die 17-jährige Ala W. mit einem Messer niedergestochen von ihrem eigenen Bruder. Er sieht die Familienehre beschmutzt. Offenbar hatte sich das Mädchen neu verliebt, wollte ihren 17 Jahre älteren Ehemann verlassen. Auch er gilt als dringend tatverdächtig. Als die Polizei in der Unterkunft in Laupheim bei Ulm eintrifft, fehlt von den Männern aber jede Spur. Im rund 250 Kilometer entfernten Schweinfurt werden die Flüchtigen dann aufgegriffen und festgenommen. Bei den Beschuldigten handelt es sich um einen 34-jährigen Syrer, der mit dem Opfer in nicht ziviler Ehe lebte, und den 20-jährigen Bruder des Opfers, der dem islamistischen Spektrum zuzurechnen ist, gibt die Polizei Ulm bekannt. Immer wieder sorgen sogenannte Ehrenmorde auch in Deutschland für Entsetzen. Einer der bekanntesten, der Fall der Deutsch-Türkin Hatun Cürücü. 2005 wird ihr dreimal in den Kopf geschossen, der Täter ebenfalls ihr Bruder. Die beiden Männer aus Laupheim sitzen nun wegen Mordversuchs in Untersuchungshaft. Der 20-Jährige hat seine Tatbeteiligung bereits eingeräumt. Das 17-jährige Mädchen konnte bislang nicht befragt werden, ist inzwischen aber immerhin außer Lebensgefahr. Offenbar ebenso wie ihr Baby. Ala W. ist im dritten Monat schwanger.